Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Sonntagspodcast. Ich wünsche euch ein ganz gesundes, neues, kreatives Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle schön reingerutscht. Ja, das erste Video für dieses Jahr. Und es ist voll komisch. Ist doch tatsächlich schon wieder ein Jahr rum, ja. Wahnsinn. Ja, Videomarathon im Dezember habt ihr denn jetzt auch geschafft? Also, es wird jetzt wieder ein bisschen ruhiger auf meinem Kanal. Sprechen sollte gelernt sein. Wir gehen wieder auf unser normales Tempo, dienstags, donnerstags und sonntags auf jeden Fall. Und dann die ganzen Zwischendurch-Werke. Ja, da wir ganz viele neue Zuschauer haben, ich bin Katrin, ich häkle sehr viel. Das da war Timmy, er möchte gerne nicht mehr hier in der Sendung sein, keine Ahnung, Timmy sowieso nicht und Bommel wollte auch nicht. Es tut mir leid, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe extra ihm noch mal ein Plätzchen gebaut, aber er möchte nicht, er ist ein bisschen beleidigt. Wäre ich auch. Nein, es kommt vielleicht irgendwann wieder die Zeit, dann nehmen sie wieder hier ein bisschen mehr Platz ein, aber jetzt zur Zeit haben sie keine Lust, ich weiß es nicht. Ja, gut, ihr Lieben, ich habe mich vorgestellt? Habe ich das gemacht? Habe ich gemacht, ja. Leute, ihr fangt jetzt aber nicht an, hier rum zu stressen, ne? Das tun wir jetzt auch nicht. Bommi. Wir ärgern auch nicht. Du kriegst Wecker auf den Deckel, ich sag's dir. Ich habe ein Buch, ich werde es benutzen. Ich lese dir eine Geschichte vor. Lass den Tim in Ruhe. Hier ist überhaupt kein Platz. Ich habe hier, ist alles voll, ne? Ihr kriegt die Krise. Und dann die Katzen dazwischen. Also wenn ihr das manchmal sehen könntet. ja, so viel dazu. Ich habe mir einen Tee gemacht, der ist ganz schön heiß. Ich werde den jetzt auch mal hier hinten hinstellen einmal. Heute gibt es mal Ingwer, Zitrone. Genau. Ja, und falls der ein oder andere sich wundert, ich komme gerade frisch aus der Dusche. Wir waren nämlich eben beim Silvesterlauf hier in Magdeburg. Denk noch meine Medaille. 5 Kilometer Lauf und deswegen sind die Haare noch nass. Hätte man jetzt föhnen können, hatte ich keine Lust. Beziehungsweise besitze ich noch nicht mal einen Föhn. Aber es geht ja hier nicht um, wie ich aussehe oder wer hier rumläuft, sondern es geht ja um mein Handarbeiten. Ja. Was ich trage, ist die Anja, die Häkeljacke. Findet ihr hier auf meinem Kanal, müsst ihr mal ein bisschen rumstöbern als Anleitung. Genau, wie die gemacht wird. Ist eigentlich total einfach. Geht mal auf die Suche, findet da. Bin ich mir relativ sicher. Genauso wie das, was die Elsa trägt. Irgendwer hat die so ein bisschen blöd hingestellt. Das ist gut. Die trägt nämlich unser Adventskalenderkleid. Das habe ich euch letzte Woche nicht zeigen können, da ich es nicht bei mir hatte, sondern in meiner Häkelecke noch zu liegen hatte. Genau, und es ist fertig. Es hätte durchaus ein bisschen länger sein können. Ich weiß gar nicht, was ihr so seht davon, aber es hätte ein bisschen länger sein können. Die Bobble war der Adventskalender, den ich von einer Zuschauerin geschenkt bekommen habe. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ich habe ihn auch wirklich pünktlich fertig verbraucht. Also am 24. habe ich den letzten Zippel verhäkelt. Ihr könnt auch in dem neuen Video gucken, was am 31., also quasi gestern online gekommen ist. Das ist das Tutorial, das war das Überraschungstutorial, was ich noch gemacht habe für euch. Und da könnt ihr auch sehen, dass ich wirklich bis auf den letzten Rest alles von den 1200 Metern verhäkelt habe. Also es ist komplett drin. Genau. Ich habe noch ein kleines Schleifenband mit dazu gemacht. Ich fand es ganz niedlich. Habe ich hier einfach so durchgefädelt. Vielleicht werde ich es noch ein bisschen ändern, dass die Fädelung unter jeden, also so abwechselnd ist. Vielleicht mache ich das noch. Aber so finde ich es auch erstmal ganz süß. Genau. Also das ist das neueste Tutorial, was auf meinem Kanal zu finden ist. Ist ein RVO, wird also quasi von oben gehäkelt, bis die Arme abgeteilt werden hier. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen. Ich weiß es nicht, was ihr seht. Und dann eben der Körper in Spiralrunden. Du hast also nirgendwo einen Übergang. Es ist alles in Spiralrunden gehäkelt. Und genauso auch der Rock ist in Spiralrunden.
Und irgendwo hier unten ist das Ende. Aber das sieht man nicht, da müsste man schon ganz genau gucken. Genau, was trägt Elsa noch? Sie trägt noch den Schal, den gab es beim Adventskalender mit als Tutorial. Ja, den kann man so breit machen, wie man möchte. Ich habe euch das erklärt, wie ihr auf eine gewisse Breite kommt, wie viel Muster ich angeschlagen habe, um auf eine Breite zu kommen. Und ansonsten hast du das ganze Muster, was hintereinander weggehäkelt wird. Wir haben bei diesem Schal häkeln mit Niki, dem Magic Rainbow, vierfältig 1000 Meter verhäkelt. Ich weiß nicht genau, ob ich das in dem Video nicht erwähnt habe, aber es kamen ein paar Fragen diesbezüglich und deswegen wollte ich das jetzt auch nochmal erwähnt haben. Also häkeln mit Niki, Magic Rainbow müsste es sein, 1000 Meter vierfältig. Ich habe eine 3,5er Nadel, glaube ich, verwendet oder teilweise auch eine 3er Nadel. Ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Bei dem Kleid auch übrigens eine 3,5er. Also so ganz genau weiß ich nicht. Ist auch vierfältig gewesen. Den Link dazu, zu den Adventskalender, findet ihr unter dem Zuschauerpaket Katis Wollhäschen. Jawohl. Hey, und das ist unser Bommel. Ja, du kannst dich da ruhig hinlegen. Leg dich da hin, mein Schatz. Das ist völlig okay. Ich habe die Decke ausgeschüttet. Spatzel, So, viel dazu, was wir anhaben. Und dann kommen wir zu den ganzen Gehäkelten. Hol mir bitte nicht die Deko runter, danke. Ich habe einiges gehäkelt, was ich euch nicht zeigen kann. Und dann hatte ich kurzfristig schon Angst, dass ich euch überhaupt was zeigen kann. Aber ich kann euch ein bisschen was zeigen. Zur Not hätte ich heute auch wieder eine Folge mit meinen ganzen UFOs gemacht. Nein, machen wir nicht. Ich habe ein paar Projekte. Wir machen keine UFO-Sendung. Aber irgendwann machen wir die wieder. Ja, damit ihr nochmal so auf dem Schirm habt und alle neuen. So, meine Compute. Was ich so auf den Nadeln habe. Ja, dann habe ich noch was zum Auspacken mit euch. Ich habe nämlich von meiner Schwester und meiner Mama ein ganz tolles Geschenk gekriegt und das muss ich euch zeigen. Es hat mit Wolle zu tun, es geht gar nicht anders. Also quasi Weihnachtsgeschenke packen wir noch zusammen aus. Genau, also wir gucken meine Projekte an, Weihnachtsgeschenke und dann werdet ihr noch beschenkt. Ihr wisst, letzter Podcast, wenn ihr da kommentiert habt, da kriegt ihr ein Geschenk höchstwahrscheinlich, also wenn ihr gezogen werdet. Aber das machen wir nachher zusammen. So, ich habe hier was Geribbeltes. Ich habe meinen Zweig geribbelt, weil ich keine Lust drauf hatte. Der Zweig von Caitlin Hunter wird gestrickt, habe ich bestimmt schon zweimal gestrickt. Und 50 mal angestrickt, aber ich habe absolut keine Lust drauf. Ich kann mich echt nicht motivieren dazu. Und ich habe so viel auf den Nadeln zum Stricken. Yay, bleibt's eben. Das hier ist mein Hobby, ich möchte das machen, was mir Spaß macht. Und wenn ich mich quäle, dann wird es eben geribbelt. Und so ist es mit dem Zweig passiert. Er ist geribbelt und er ist in diesen Adventskalender Döschen gewandert. Ne? Wo geht's auf? Oh ja, hier. Da ist noch Wollkotze drin. Von dem gehäkelten, gestrickten. Genau. Das hier ist die Mega-Bobble. Ich zeige es euch beim nächsten Mal. Seid da bitte nicht so böse. Aber ich will das unbedingt nicht durcheinander bringen noch. Und werde das erstmal fleißig weiter häkeln. Ich möchte den Seelenwärmer wieder häkeln mit euch zusammen. Und das ist der Anfang. Das ist jetzt noch nicht so viel. Da kommt noch ein bisschen was. Das mache ich mit einer 3 mm Nadel. Das Garn ist von Mega Bobble. Es ist vierfädig und hat, glaube ich, 1000 Meter. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht zu 100% sicher. Das muss ich euch nochmal nachreichen. Eben, wenn ich das Geribbelte weg habe, dann können wir uns ja das angucken, ganz genau. Ja, nee, da müsst ihr jetzt mal ein bisschen, da muss ich euch ein bisschen nach hinten schieben. Das machen wir wahrscheinlich nächste Woche, dann können wir den angucken. Genau. Ansonsten ganz normales Granny, wie ihr das von mir kennt. Mit einem ganz einfachen Muster. Ich will aber noch ein paar andere Muster mit dazufügen. Und ja,
Keine Reliefstäbchen, hatte ich mich jetzt dagegen entschieden. Wir machen keine Reliefstäbchen, wir machen einfach nur ein Muster und dann wird das in die Höhe, in die Breite gehäkelt für einen Seelenwärmer. Genau, früher oder später hier auf meinem Kanal, wenn ich irgendwas mit Anleitungen erzähle, also wenn ich irgendwas habe, was nicht von mir ist, dann sage ich euch das dazu und dann gebe ich euch auch die Anleitung dazu. Genau, also erstes Projekt für heute war der Seelenwärmer, den habe ich gestern angefangen. Ich habe ein bisschen dran rumgetüftet. Wir gucken zurzeit immer Two Broke Girls und ja, dann habe ich immer ein bisschen was ausprobiert, keine Ahnung. Nebenbei, so 100% zufrieden bin ich auch noch nicht, aber ich lasse es erstmal so. Es wandert erstmal. Genau, so, denn mein Sockenwollkleid. Da habe ich euch ja letztes Mal nicht die Banderole zeigen können. Die zeige ich euch dieses Mal. Habe ich mir extra hingelegt. Mein Sockenwollkleid, ja. Lass 5 Reihen dazugekommen sein, also 5 Hin- und Rückreihen. Sind dazugekommen, es ist jetzt auch nicht so dolle, aber ich habe mit diesem Kleid auch noch Zeit. Das ist jetzt ein Tutorial, was es erst im April gibt. Und deswegen habe ich damit noch Zeit. Was jetzt viel wichtiger ist, ist gerade die Decke. Unser Mystery Crochet Along, der am Dienstag losgeht. Das ist jetzt gerade ein bisschen wichtiger und deswegen sind die Tutorials alle so ein bisschen gerade nicht so wichtig für mich. Also sprich, das Tutorial für das Kleid, dann das für die Restedecke, zeige ich euch auch gleich noch. Und das für die Socken, die habt ihr schon länger nicht mehr gesehen. Und dann habe ich noch zwei Tücher auf den Nadeln. Das sind so die Tutorials, die ich so jetzt zur Zeit am Produzieren bin. Waren das 4 oder 5? Oh mein Gott. Ja, ich glaube, es müssten 4 oder 5 sein. Wenn ich jetzt nicht noch ganz noch ein anderes Tutorial verpennt habe, arbeite ich gerade nebenbei an 5 Tutorials für euch. Und das ist eins davon. Genau, das Sockenwollkleid. Das Garn habe ich von der lieben Kiki bekommen. Ich habe einmal 300 Meter drin. Dann hatte ich noch einmal 300 Meter liegen. Das ist das Knäuelchen hier. Das bin ich gerade am Verarbeiten. Und dann hat sie mir noch 2 Knäuel noch extra zugeschickt. Ein Knäuel hat 300 Meter auf 100 Gramm. Und das Ganze sieht so aus als Banderole. Und da sind nochmal die Eckdaten. Genau, wie gesagt, also so circa 1200 Meter müsste ich jetzt haben, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, aber ich denke schon, dass das so hinkommt. Und dann ist das dasselbe wie das hier, also 1200 Meter reichen für eine Größe 36, was in meinem Fall ist, locker aus. Jede weitere Größe sage ich immer so theoretisch so 200 Meter mehr, je nachdem, was man vorhat. Man kann ja die Kleider auch länger machen, also bei dem hier wäre es zum Beispiel auch cool gewesen, wenn es noch ein bisschen länger gewesen wäre. Aber ich hatte auch keine Lust mehr, also von daher. Weil die Runden, das hier ist ein Tellerrock, ja. Also den kannst du hier komplett ausbreiten. Die Runden haben immer ewig gedauert. Ich habe einen Farbwechsel, waren 1,5 Reihen. Ja. Also ich war ein bisschen froh, dass ich es fertig hatte. Es war ein bisschen, man könnte sagen, es war übertrieben. Sie hat übertrieben. Ja, also 1200 Meter reichen locker für ein Kleid für mich aus. Und so sehe ich das bei dem hier auch. Ich häkle mit einer 3,5er Nadel, glaube ich, oder mit einer 3er Millimeter Nadel. Ich weiß es nicht, ich habe immer beides liegen, ich wechsle immer. Je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Ja, und dann hat man hier eben das Oberteil. Und das ist verkehrt rum, sehe ich gerade. Ups. Wir haben das Oberteil und das hier wird der Rock und das muss eben noch ein bisschen wachsen und theoretisch wird das Ganze so entstehen, dass hier eine Knopfleiste dran kommt. Also das heißt, hier kommen noch 2 Reihen Stäbchen ran, damit ich denn da Knöpfe dran machen kann. Und ja, dennoch Träger ran. Wieder am besten so welche, dass man das versetzen kann.
Das wäre ganz cool, weil bei meinen anderen Kleidern, die ich schon habe, einmal die Angelique und die Lilly, da kann man das nicht versetzen. Die sind auch von der Machart genauso wie das hier, bloß eben, dass die Rockmuster andere sind. Aber ansonsten ist es dasselbe, dass man so ein Bündchen hat, was sich deinem Körper, deiner Brust anpasst, was ja von hier oben nach hier unten gehäkelt wird und dann einmal um deinen Körper herum. Und dann wird bloß noch der Rock dann unten dran gehäkelt. Genau. Gut. Mein Sockenwollkleid wäre sehr schön, wenn ich es bis zum Herbst fertig habe. Aber das war ja eher ein Witz bei mir. Also, das ist definitiv eher fertig. Aber eben hat jetzt gerade keinen Anspruch. Ne? Also, wichtiger sind andere Sachen. Gut. Dann kommen wir mal zu den einen einzigen strickigen Teil, was ich dabei habe. Ich gehe von aus, dass es das einzige ist. Also ich habe gefühlt an nichts anderem gestrickt. Nein. Keine Scheiße machen. Genau. Nämlich mein Lake Barker Bad Idea Dress. Ich zeige es euch gleich nochmal, das Buch. Was ich euch die letzten Male in die Hand gehalten habe, ist auch ein kleines Stück gewachsen, aber wirklich bloß minimal. Also hier dieses kleine Stück, weil es auch keinen Vorrang hatte und weil Bommel mir einen kleinen Zwischenfall verschert hat. Also er ist in der Nacht los. Also ich hatte die Wolle eigentlich gut unter dem Projekt versteckt. Also er hätte da gar nicht drankommen können. Und es lag auch alles relativ hoch, bin ich der Meinung. Irgendwie muss er ja rangekommen sein. Auf jeden Fall ist er mit den Wollknäueln los. Sind ja immer zwei Wollknäuel dran, weil ich das ja doppelfädig stricke. Und ja, und hat mir natürlich irgendwann die Maschen gezogen. Es muss ja so kommen. Also saß ich erstmal stundenlang. Ich weiß auch nicht mehr, welche Stelle es war. Es sind auch zu viele Maschen. Also als das zu bestimmen, wo es war. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall musste ich erstmal stundenlang Maschen retten. Und dann hatte ich darauf keinen Bock mehr zu stricken. Dann war ich mit dem Thema Stricken erstmal für die Woche durch, ne? Weil das war mir dann echt zu doof. Es waren nicht viele, es waren drei Maschen, die aber auch komplett sich schon durchgefressen hatten. Ne? Wie das denn so ist, es war ja dann auch in Bewegung und mein Sohn hat es dann versucht, ihm wegzunehmen und hat es dann auch sicher verstaut. Aber die Maschen waren eben erstmal lose, ne? Die konnte ich dann erstmal retten. Dann war ein ganzer Vormittag dahin und ja, das hat mich dann schon doch genervt. Das hat mich genervt. Übrigens auf den Lücke-Plaschnadeln. Immer noch, wie immer, meine Lieblingsnadeln, das wisst ihr ja, alle, die öfters zugucken, wissen das ja. In der Stärke kann ich euch nicht sagen, weil ich es wieder nicht erkenne. Ich erkenne es nicht. 6 mm? Ich erkenne es echt nicht. Und wie gesagt, ich nehme immer, ich habe immer an den doofen Kabel hier hängen. Ich nehme immer Fädchen doppelt. Das hier sind jetzt vierfädige Bobbeln gewesen. Erstmal so ein, ja, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, es war halt ein Hellblau und so ein Lachston. Den habe ich jetzt doppelt genommen. Und ja, jetzt würde eine neue Farbvariante kommen. Das Gelb ist dazu gekommen mit den Lachston. Und ja, ich weiß nicht, ich glaube, das da war schon. Also ich habe wirklich nicht viel dran gestrickt. Und ich nehme ja jeden Tag eine neue Farbe. Ja, damit das erstmal schön bunt wird und zweitens ich mich motivieren kann, daran zu stricken. Wenn die Katze natürlich mir dann einen Strich durch die Rechnung macht, dann ist das alles ein bisschen blöd. Hauptsächlich mit Resten arbeite ich und Lagerbagger ist ja das Strickbuch hier. Ach, ich liebe es, ich könnte da stundenlang drin rumblättern. Ne? Aber ich habe keine Zeit dafür. Das ist voll schlimm. Und hier haben wir das Dress. Das da wird's. Ihr kennt's, ich habe schon ganz oft in die Kamera gehalten. Es wird auch so bunt werden wie das hier mit ganz vielen Resten. Es wird von unten nach oben gestrickt, dann kommen die Kellerfalten und dann kommen hier die Raglan-Schrägen und dann noch die Arme dran. Fertig.
Ob ich lange Arme mache, weiß ich jetzt nicht. Ihr wisst, ich habe immer keinen Bock zum Stricken. Yay. Aber ich bin ganz froh für den Tipp mit dem Pullover hier, den ich für meinen Mann stricke. Da hat mir noch eine liebe Zuschauerin geschrieben, dass das okay so ist und ich soll das so lassen. Danke, danke. Ich hätte es wahrscheinlich wirklich schon irgendwann jetzt aufgemacht, weil es mich echt stört. Und dass diese blöde Wolle jetzt gerade im Angebot war, ne? Ach, ich habe aber auch ein Glück, ne? Naja, was soll's. Also ich habe keine Wolle geshoppt. Ich hatte ja erst den Hobby-Haul und Hobby ist erstmal sowas von beiseite. Jetzt sind erstmal wieder andere dran. Ich will ja noch ein paar andere Leute unterstützen. Yay! Mal gucken, wen ich im Januar mal wieder teste. Ich mache es ja immer so ein bisschen im Geheimen. Also, ich suche mir immer was raus und die Leute teste ich dann. Yay! So, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ich habe ja euch letztes Mal ein Tuch gezeigt. So ein kleines rosanes. Ihr könnt euch bestimmt daran erinnern. Wo ich auch gesagt habe, das wird definitiv nicht so bleiben, weil die Wolle ist nicht das, was ich möchte. Und die Wolle war auch nur zum Testen und weil ich auf Arbeit wieder mal nichts anderes hatte. So, jetzt habe ich mir was anderes rausgesucht. Ich habe ja von der lieben Marion im Tauschpaket hier dieses Knäuelchen gehabt. Kann man das auch ein bisschen besser zeigen? Ja, kann man. Ja, ich liebe Banderolen. Das ist auch wieder eine super schicke Banderole. Für eine 4,5 Häkelnadel, 200 Gramm, so ein 380 Meter. Und ich habe mich entschlossen, daraus ein Tuch zu häkeln. Aber ich nehme 5 mm Häkelnadel. Tatsächlich. Eine 5 mm Häkelnadel. Ich glaube, sowas habe ich noch nie benutzt. Also eine 5 mm Häkelnadel. Für dieses Garn, so sieht das jetzt aus. Also es ist nicht mehr ganz so viel, es ist ja auch dickes Garn und es ist eigentlich schnell gemacht. Ich musste mich tatsächlich auch schon wieder bremsen, weil ihr kriegt ganz viel Tuch-Content und ich kann euch hier nicht ständig immer mit Tüchern vollmüllen, oder? Also ihr könnt da mal ruhig was schreiben. Ihr könnt ruhig oder schreiben. Ich kann euch ruhig mit T-Shirts vollmüllen. Und zwar habe ich ja dieses ganz einfache Muster mir gedacht, machen wir. Und eben, ihr wolltet ein flacheres Tuch. Und ich habe mir Mühe gegeben, dass das eben flacher wird. Dass sich das jetzt so wellt, ist völlig normal. Das spannt man nachher raus, beziehungsweise das dehnt man nachher raus. Und dann ist auch wieder gut. Genau. Das ist völlig normal. Also wie gesagt, mit der Nadelstärke, mit der 5er Nadelstärke würde ich jetzt nicht hochgehen. Könnte man auch noch machen. Dann wälzt es sich erst recht nicht mehr. Aber für mich ist das jetzt so völlig okay. Die Wolle wird halt nicht ausreichend sein. Ne? Also es fehlt deutlich was. Ehe das ein Tuch ist, was man sich umwickeln kann, fehlt da noch deutlich was an Länge. Genau. Aber das Wichtige war ja, was ihr immer wollt, dass es eben nicht so ein Riesenlätzchen kriegt, weil viele das anscheinend nicht mögen. Mir ist das immer relativ. Ich trage meine Schals eh meistens so hier zusammengeknotet und dreimal um den Hals hier gebunden. Ja, einmal und noch einmal und dann knote ich es hinten fest. So trage ich meine Tücher meistens und dann sieht eh keiner was von der Form, Farbe, keine Ahnung. Aber es hat den einfachen Grund. Ich bin schon so oft, ich fahre doch immer Fahrrad, ne? Und ich habe so oft schon Unfälle gebaut, weil ich mit meinem hässlichen Tuch, Entschuldigung, irgendwo hängen geblieben bin. Ist total gefährlich. Mach das nicht. Und deswegen schnüre ich mich damit immer komplett ein, weil der Hals und das Dekolleté, das muss komplett geschlossen sein. Ich hasse es, wenn es da zieht. Und was ich auch hasse, wenn es kratzen tut. Ja, also das hier, im ersten Moment, wenn ich so anhalte, kratzt es nicht, aber es ist schon sehr kranzwertig. Also das mag ich auch nicht. Ja, na gut, das Tuch, ihr kriegt ein flaches Tuch. Ich bastle noch ein bisschen dran und dann mache ich die Anleitung irgendwann im April fertig dafür. Ja, mal gucken, mal gucken. Also daran habe ich rumgebastelt und das Rosane, das gibt es noch. Ich habe es noch nicht geribbelt. Aber ich weiß nicht, ob ich schon wieder ein Rera-Restetuch mache.
Mal gucken. Reste habe ich ja immer tatsächlich genug, ne? Seht ihr auch an dem Pulli. Und mit der Decke ist auch schade, weil die ist tatsächlich auch schon fast fertig. Huch, das letzte Projekt für dieses. Huch. Huch, wie kommt denn das? Ja, hier meine Restedecke und dann nehme ich die Reste schon doppelt. Ich habe ein Resteproblem. Aber man könnte auch sagen, bist ja selber daran schuld, was brauchst du auch immer deine ganzen Sachen nie richtig auf? Stimmt. Da habt ihr recht. Also, meine Restedecke, die wird ja hier begonnen und immer nur hier an der Seite in der Mitte zugenommen. Das habe ich so lange gemacht, bis ich eine schöne Breite hatte, also ein schönes großes Quadrat. Und jetzt häkle ich gerade. Nee, an der Seite nicht. An der Seite weiter. Genau. Es geht jetzt quasi nur noch nach oben. Drei Reihen habe ich schon. Also eins, zwei, drei. Die Bobbelreihe habe ich schon. Und es geht jetzt nur noch nach oben, bis sie noch eine schöne Länge hat. Und dann ist die Decke fertig. Ja, und ich bin schon ein bisschen traurig, weil ich noch so viel Reste zu liegen habe. Und dann kriegt ihr die Decke als Tutorial. Ich werde es als offenes Tutorial machen, also sprich, ich zeige euch die Muster und wie es gemacht wird. Aber hier die Muster, wann ihr die einarbeitet, das werde ich offen lassen, weil ich habe es auch offen gelassen. Also ich habe einmal 20 Reihen nur Stäbchen gehäkelt, dann das Muster. Dann habe ich einmal 19 Reihen gehäkelt, dann das Muster. Und dann habe ich nur 17 Reihen gehäkelt und dann das Muster. Ja, also ich lasse das so offen. Ja, wann das 17? Ich zähle nochmal. Das, das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17, ja, hatte ich ja gesagt, 17 Reihen. Und ja, das ist aber auch völlig okay. Also ich lasse das mit dem Muster offen, das könnt ihr dann entscheiden, aber ich zeige euch das, wie das gemacht wird und worauf ihr achten müsst, dass dieses Muster hier vorne ist auf der Seite. Ne? Und nicht auf der plötzlich einmal auf der Rückseite und dann wieder auf der Vorderseite und dann wieder auf der Rückseite. Wenn ihr natürlich eine Wendedecke macht, ist das natürlich cool, dann habt ihr das Muster mal überall. Aber das wollen wir nicht. Ja, oder ihr macht es relativ oft, ihr könnt das dann noch öfters machen. Also ich werde es euch offen lassen. Das meine ich mit offenen Tutorial. Genau. Ja. Ich warte noch, bis die Decke fertig ist und dann mache ich das Tutorial dafür fertig. Als kleines Tutorial. Was ich nicht als Projekt an sich benutze, sondern was denn schon so ein Mini-Tutorial, wie bei dem Schal zum Beispiel. Den Schal habe ich fertig gehäkelt und habe euch das bloß als Mini-Modell gezeigt. Ne? Oder bei dem Stirnband, den letzten, das Möbius-Stirnband, habe ich euch auch bloß ein Mini-Modell gezeigt. Und so mache ich das hier mit der Decke auch. Ihr seht das Wichtigste, was man sehen muss. Oh, vielleicht fange ich noch eine zweite Restedecke an. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich mit meinen ollen Decken. Also übrigens, das Einzige, was dazugekommen ist, das wollte ich auch nochmal sagen, und das ist tatsächlich diesmal einfädig, weil es so mega dick ist, ist das, woraus ich die Schneeflocken im Adventskalender gehäkelt habe, dieses Glitzergarn. Vielleicht könnt ihr das sehen, dass das so glitzert. Vielleicht auch nicht. Vielleicht so ein bisschen. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, es war das Glitzergarn. Jo. Juti. Wir trinken mal einen Schluck. Und dann geht's weiter. Gut. Dann werde ich auch oft gefragt, wo ich meine Ideen und meine Inspirationen hernehme. Natürlich aus dem Internet. Das ist ganz klar. Es gibt genug andere schöne Sachen. Es gibt Deswegen mache ich auch immer ganz viel Werbung auf Instagram für andere Designer. Ich lasse mich ganz viel auf Pinterest, auf Instagram und alles sowas inspirieren und mache das für meine Bedürfnisse, baue ich das um. Genau. Wenn ich jetzt aber nach Originalsachen häkle, dann gebe ich das meistens mit an. Guckt mal da habe ich mich inspirieren lassen oder sowas. Das steht dann irgendwo in den Fußnoten mit. Aber generell gucke ich mir an, was gibt es für Muster und Formen.
Wie haben andere das gemacht? Wie könnte ich mir das vorstellen, wie man es noch besser macht und sowas alles? Ich habe ja zum Beispiel Häkeln über YouTube gelernt. Und ja, und meine Häkelmuster nehme ich tatsächlich aus diesem Buch. Ja, weil da auch ganz viele nachfragen, woher ich Muster finde und sowas alles. Also ich habe jetzt dieses Buch und ich habe von Pinterest auch noch ein paar Muster zu liegen, womit ich arbeite. Ich kann es euch leider nicht zeigen, weil, wie gesagt, das ist ein Buch. Ich kann euch das nicht, ich kann euch da nicht reingucken lassen, weil es alles voll mit Mustern ist. Und ja, genau. Also dieses Buch enthält Häkelschriften und eben ganz viele Muster, wie ihr hier unten schon erkennen könnt. Und so ein Muster zum Beispiel oder das Muster. Ja. Und ich gucke dann immer, wenn ich ein Muster brauche, wenn ich gerade meistens keine eigenen Ideen habe, gucke ich meistens rein. Gerade was, sprich die Decke angeht, gucke ich da gerne mal rein und lasse mich inspirieren. Oder eben ganz viel andere Bücher, andere Häkelbücher gucke ich mir an und sowas alles. Also man klaut das ja nicht, sondern man entwickelt es weiter. Ja, oder, aber wenn du jetzt, sage ich mal, zu 90% irgendwas von wen anders nimmst, dann sollte man das da schon dazu sagen, dass das von wen anders ist. Ist aber bei mir meistens wirklich nicht der Fall, weil ich mich meistens so gemischt inspirieren lasse. Ich sehe irgendwas und beschäftige mich damit einige Zeit und mixe dann auch andere Designs untereinander und sowas. Und wie gesagt, Muster suche ich hier raus. Ja. Genau. Das wollte ich euch mal gezeigt haben, das Büchlein. Wie viel Zeit haben wir schon? Ui. Ui, ui, ui. Ich knister mal. So, das erstmal beiseite. Die Decke beiseite. Und dann gucken wir uns mal an, was ich von meiner Mutti und meiner Schwester gekriegt habe. Und da liegt oben drauf schon etwas, was ich benutzt habe. Achtung, Katzenhaare. Wie immer bei Schwarz gilt, wenn ihr Katzenhaare seht. Hier leben halt Katzen. Apropos Katzen. Boah, wer liegt da ganz so rum? War lustig. Könnt ihr leider nicht sehen. Ja. Auf jeden Fall war da diese schicke Tasche mit dabei schon mal. Die kann ich euch zeigen, die habe ich schon ausgeführt. Komme, was wolle. Ich weiß leider nicht, wo sie es herhaben. Ja. Aber super schön, ne? Genau. Also die hatte ich jetzt schon ausgeführt ein paar Mal. Aber ich wollte es euch trotzdem nochmal zeigen. Und ansonsten kam von meiner Mutti und meiner Schwester, die wohnen ein bisschen weiter weg. Alle, die uns schon ein bisschen länger folgen, die wissen das wahrscheinlich schon, dass meine Geschwister und ein Großteil von meiner Familie in Frankfurt lebt, Frankfurt am Main. Und wir leben ja hier in Magdeburg mit meinem Papa und die Familie von meinem Mann. Und deswegen haben sie mir das Weihnachtsgeschenk zugeschickt. Das sieht so aus. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich so lieb war dieses Jahr. Ich weiß es gar nicht. Das könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ich so lieb war dieses Jahr, dass ich so ein großes Geschenk gekriegt habe. Das ist ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ich stelle es mal wieder nach unten und dann gucken wir uns mal an. Erstmal ist hier so ein Leseknochen drin. Ich weiß nicht, kennt ihr sowas? Der hier ist von die Schleiereule. Die Schleiereule? Ich glaube, ich kann nicht lesen. Von Etsy. Genau, da könnt ihr noch mal gucken. Ich weiß nicht, wie da jetzt schon Katzenhaare dran kommen. Wahrscheinlich von meiner Schwester. Also wieder, wenn ihr Katzenhaare seht. Ihr wisst, hier leben ganz viele Katzen. Jawohl. Also so ein Leseknochen. Cool, sowas hatte ich noch nicht. Werde ich mir auf jeden Fall mal ausprobieren. Kann bestimmt auch gut häkeln, wa? Yay, ich freue mich. Also, das war drin. Dann war hier drin ein Büchlein, das da perfekt für mich ist. Und das ist ein ganz normales Büchlein, also da ist jetzt nichts Besonderes. Sind leere Seiten, ist aber mit einer Katze und einem Wollknäuel. Und häkeln, weil Mord ist falsch, das ist ja logisch. Ich glaube, da gibt es auch nur einen Spruch, häkeln, weil du geh häkeln, weil du kannst sie nicht alle töten oder sowas.
Richtig cool. Und ich glaube, das lege ich mir auf die Seite, das ist für nächstes Jahr unser Buch 2024, unser Bücher-Häkelbuch. Ihr wisst, Deckenhäkelbuch. So, jetzt habe ich aber überlegt. Jetzt habe ich es. Das wird für nächstes Jahr. Das lege ich mir zur Seite. Da kommt unsere nächste Decke rein. So, dann war drinne die Tasse. Da. Eine Tasse für mich. Die sieht doch. Steht nur vorne was drauf. Genau. Das. Und dann war noch drin ein T-Shirt und dann kommt ganz viel Wolle. Bei dem T-Shirt, da hat sie sich ein bisschen vergriffen. Da muss doch eigentlich Häkeln stehen. Hier, ja, aber super cool, oder? Mein neues Lieblings-T-Shirt. Ich wollte es eigentlich anziehen, ich habe aber nicht mehr dran gedacht. Ich versuche, nächste Woche denke ich dran. Und Anja und Mutti, ich brauche dringend häkeln. Aber super cool mit der Katze drauf, ne? Und die tut natürlich stricken, die Katze. Und ich werde daran denken, dass ich es nächste Woche anziehe. Aber es wird wieder aussehen wie eine Katze. Ich sehe dann aus wie eine Katze. So, und dann kommt ganz viel Wolle. Ich zeige erstmal, nee, davon hat sie zweimal was reingetan. Also sie hat zweimal Wool Discount in die Farbe 001 reingetan, aber ich kann da gar nicht so richtig euch was zeigen. Nee, da steht nichts anderes drauf, aber ich mache sie mal ab. Komm mal ab. So, Wool Discount in der Farbe 001. Davon haben sie mir zwei reingetan. 50 Gramm sind das und sie haben 70 Meter Lauflänge für eine Nadelstärke 5 bis 6. So sieht's aus. Die Banderole. Also ich weiß es nicht, wenn ihr das hoch, ich mal wieder, wenn ihr das online eingibt, ob ihr das findet, das weiß ich nicht. Aber so sieht das aus. Und das Knäuelchen dazu sieht so aus. Das sieht aus, als ob ich es gesponnen hätte. Das wäre so genau meine Spinntechnik. Dünn, dick, dünn, dick, 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 dünn. Regenwurm hier, Regenwurm da. Also man nennt das auch Artjans. Ja, und darauf stehe ich ja total. Aber es könnte auch daran liegen, das sieht halt gehäkelt immer total cool aus. Obwohl gestrickt sieht Artjan auch total cool aus. Gibt so ein paar bei Instagram, die machen daraus auch immer so coole Sachen. Und oh, ich bin so verliebt. Ich muss unbedingt mein Spinnrad vom Schlafzimmerschrank holen. Vielleicht werden wir dieses Jahr auf dem Balkon mal wieder spinnen. Das wäre mal eine Idee. So, dann hat sie mir hier einmal Bella Lana Brillant reingetan. Kenne ich jetzt so auch noch nicht. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Ach ja, Farbe die 302 und die Partie ist die 620460. Für eine Nadelstärke 4 bis 4,5. Jo. Sieht so aus. Und die wichtigen Daten da. Und da ist Glitzer mit drin. Vielleicht könnt ihr es erkennen, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich kann das ja auch immer nicht sehen, was ich hier mache. Achtung, Haare vom Mikrofon runter. Danke. Und das Ganze sind noch in Blau. Da lese ich euch mal nur die Farbnummern vor. Also das hier ist Farbe 0, Quatsch, 303. Und die Partie ist die 620460. Und ansonsten alles das gleiche, 100 Gramm. Steht hier auch irgendwo eine Lauflänge? Fällt mir gerade ein. Habe ich euch nicht gesagt, ne? Aber hier steht auch keine Lauflänge. Entweder bin ich blöd oder ich bin blöd. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es so aus.
Also es sind 100 Gramm. Ich denke, ich gehe fast von aus, dass es 400 Meter sind. Also würde ich jetzt streng behaupten, so in meinen nicht wissenden Sockenwoll-Kopf würde ich das was sagen. Ich finde das cool, dass das so Bronzeglitzer mit drin ist. Ne? Finde ich richtig cool. Ich Glitzertante. So, weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschlagen, wir haben noch ein bisschen was anzugucken. Wir haben von der Mützenstraße, yay, eine Knutschkugel. Ich liebe diese Wanderrollen, ich liebe sie. Alter, finde 5 Euro. Voll cool. Vielfältig, liebevoll gewickeltes Unikat, würde ich fast sagen. Ich weiß es nicht. Was steht da? Unikat tatsächlich. 500 Meter. Das ruft, 500 Meter rufen immer nach einer Mütze, oder? Obwohl, daraus kann man auch einen Sommertop machen für mich. Daraus können wir auch. Ne? Ich bin ja sowieso noch am Überlegen, wir brauchen noch ein paar Sommeroberteile, ne? Aber ich bin so voll im Pullover-Wetter. Ich weiß nicht, ob das für Unikate auch gilt, aber irgendwer hat mir mal geschrieben, wenn ich euch hier von der Mützenstraße Banderolen in der Kamera halte, dann könnt ihr da auch mal hinschreiben und fragen, ob sie die und die, den Namen, den ich euch natürlich nenne, wickeln können. Ich weiß nicht, ob das bei Unikat, ich glaube dann eher nicht, aber für alle anderen von der Mützenstraße könnt ihr euch den Namen aufschreiben und könnt die liebe Conny anschreiben. Die wickelt euch das dann nochmal. Das muss nicht unbedingt im Shop vorhanden sein. Also wenn ihr es im Shop nicht findet, dann schreibt sie mal an. Genau, so. Zum Beispiel bei ihm hier. Er ist vierfädig und er hat die Bezeichnung #120 und ist auch 500 Meter. Und das ist zum Beispiel einer, weil da steht jetzt kein Unikat drauf, würde ich jetzt behaupten. Das ist keins von meiner Katze. Nein, das ist ein Haar von meiner Schwester, ihrer Katze. Ja, also ich würde hier behaupten, dass ihr das könnt ihr nachwickeln lassen. #120. Genau, aber ich zeige es euch gleich nochmal. Also er ist in der Mitte ganz doll rosa, das sieht man leider nicht so dolle. Nee, nicht so dolle. Aber so ein bisschen, man kann es erahnen. Nochmal dahin. Und dann könnt ihr nochmal gucken, Mützenstraße. Und ich liebe diese Banderolen, die sind so cool. Also, wenn die Mützenstraße einmal zuguckt. Ich liebe eure Banderolen. Macht bitte noch andere. Das ist ja so cool. So ein Sammelobjekt, ne? Banderolen von der Mützenstraße sammeln. Ja. Also der war da drin. Achtung, es geht noch weiter. Ich sag ja, ich war irgendwie lieb. Ich weiß nicht. hier haben wir eine Lola. Ich hatte noch nie eine Lola. Ich wollte schon immer mir eine Lola bestellen. Und zwar handgemachte Farbwechsel 60-40. Ich habe jetzt keine Ahnung so genau, was 60-40 ist. Oh, cool. Da ist einfach eine Anleitung für ein Strick- und Häkeltuch auf der Innenseite. Cool. Das Ganze ist von der Garnmanufaktur. Ja, die kennt ihr ja bestimmt auch. Jeder kennt die Garnmanufaktur. Gewicht 100 Gramm. Farbe ist Speckel. Volume 1 blau. Okay. Vierfädig. Circa 375 Meter, 100 Gramm. Und sie ist liebevoll gewickelt von der Gabi. Gabi. Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Falls jemand zuguckt von der Garnmanufaktur, es tut mir leid. Ja, also, oh, ich zeige euch mal von hier. Der ist so richtig krass, ne? So richtig krass. Und da, das schreit jetzt definitiv nach Mütze. Also daraus machen wir eine schöne, coole, bunte Mütze. Aber fragt mich nicht wann. Irgendwann mal. Also die Lola.
So wie das aussieht, würde ich das schon fast jetzt so anstrecken, ja. So, wenn wir jetzt die haben, dann kommen noch zwei größere und dann haben wir es. Dann haben wir es. Und zwar haben wir ihn mit Liebe gemacht. Bobbles von Kati. Das kann ich leider nicht mehr so gut lesen. Wollträume werden wahr. Werden wahr, ja. Vierfädig, gefachtes Garn, 50% Baumwolle, 50% Polyacryl, 900 Meter Lauflänge und wir haben Sweet Holiday. Ja, ich zeig's euch gleich. Also nicht Holiday wie Holiday, sondern Holiday wie Holly und Day. So sieht er aus. Der sieht auch richtig cool aus. Also dieses Pink da drinnen. Ne? Ich bin so ein richtig pinkes Mädchen. Es tut mir leid. Ich liebe es. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Banderole an. Wie gesagt, die erkennt man nicht mehr ganz so gut. Ist so cool. Ja, ist so cool. Der ist genau meins. Und daraus machen wir ein Tuch. Ich sehe schon. Heute wird nochmal ein Tuch angeschlagen. Und hier haben wir wieder ein Hashtag von der Mützenstraße. Hier haben wir vierfädig, Hashtag 22, 900 Meter. Du wirst auch ein Tuch. Und wir haben wieder was von der Mützenstraße. Ja, habe ich eigentlich alles gesagt. Mützenstraße. Oh mein Gott, ich habe schon so oft in der Nähe von der Mützenstraße Urlaub gemacht, ne? Und ich war noch nie in den Salon, in den Salon? In dem Laden, in dem Studio. Erstmal einmal war es Corona, da brauchte man Termine und das war leider Kacke, weil ich das nicht wusste und dann habe ich zu spät einen Termin ausgemacht. Ja. Und das letzte Mal haben wir es auch nicht geschafft. Also dieses Jahr, weil wir in Flensburg ja bloß mal ganz kurz waren. Und die Mützenstraße ist in der Nähe von Flensburg. Also wenn ihr mal in Flensburg seid, dann haltet die Augen offen und googelt bitte Mützenstraße und fahrt da mal hin. Der Laden ist super süß. Ich war noch nicht da, aber ich mache Werbung. Das wäre auch so meins. Genauso wie der Laden von Häkeln mit Niki. Da werde ich wahrscheinlich auch nie hinkommen. Aber das wäre auch so meins. Also. Ich irgendwann mal meinen Job aufgebe, dann mache ich sowas. Auch wenn ich nur irgendwo Angestellte bin, sucht ja noch jemand Angestellte im Wollgeschäft? Ich wäre sofort dabei. Nein, Spaß beiseite. Spaß beiseite, jetzt kommt Ernst. Ich mit meinen ganzen Maschenmarkierern, ich habe die natürlich zwischendurch schon gesucht, ne? Weil ich einen kleinen Überraschungstüte verkauft habe. In meinem Etsy-Shop gibt es ab und zu mal Überraschungstüten, so für Stricken und Häkeln. Und dann war da gerade eine Stricktüte, habe ich gerade verkauft. Und dann waren die Maschenmarkierer nicht da. Ich so, wo sind denn die Maschenmarkierer? Und irgendwann hatte ich den Blitzgedanken. Ah, stimmt, der letzte Podcast, da ist der Maschenmarkierer. Also, ich habe ja gesagt, ich will 15 Leute auslosen, die hier Maschenmarkierer gewinnen können. Ich werde es euch jetzt nicht alle zeigen. Wie gesagt, schaut in meinen Shop vorbei, wenn ihr die sehen wollt. Gibt auch bald bestimmt neue. Ich habe jetzt gerade erst wieder eine Bestellung losgeschickt, damit ich neue basteln kann, damit ich noch mehr verlosen kann. Ja, und ja, genau. Also, ich werde es euch nicht zeigen. Ich lose jetzt die 15 Leute aus. Die 15 Leute, die ihr denn jetzt hier gleich seht oder da seht oder keine Ahnung, wir losen das ja zusammen aus. Ihr seht das ja gleich. Das wird super cool. Das wird so neu. Und deswegen habt ihr auch diesmal keine Nummern. Also, falls sich alle gewundert haben, hä, warum gab es denn diesmal keine Nummern? Ihr seht euren Namen hier wahrscheinlich gleich durchlaufen. Und ich denke mal, dadurch, dass ihr kommentiert habt, ist das für euch okay. Wenn das jetzt für euch super unangenehm ist, dass euer Name da auftaucht, dann tut es mir leid. Dann können wir es nicht ändern. Aber ich denke mal, dass das okay ist.
Und alle Gewinner, die jetzt gewinnen werden und natürlich auch eine deutsche Postadresse haben, ganz wichtig, hatte ich letztes Mal auch 20 Mal gesagt, die schreiben mir denn eine E-Mail. E-Mail, ich weiß nicht, inwiefern ich das am Anfang schon geschafft habe. Wenn nicht, dann schreibt mir bitte einen Kommentar. Du hast die E-Mail-Adresse vergessen, ne? Weil ich schreibe euch in den Kommentar, in den ersten angepinnten Kommentar, die E-Mail-Adresse, die ihr benutzen könnt. Anders, wenn ihr auf meine Kanalbeschreibung gucken geht, dann findet ihr die E-Mail-Adresse auch. Ja. Nur unten in der Videobeschreibung, da findet ihr sie nicht. Ihr müsst auf meinem Kanal gucken. Auf jeden Fall, ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich es gleich schaffe, das weiß ich nicht. Ihr könnt ja dann noch mal in die Kommentare schreiben, du hast es nicht geschafft. Buh! Schreibe ich euch den Kommentar, spätestens am Montag steht der Kommentar angepinnt da. Und dann könnt ihr mir da fleißig eure Adressen schreiben. Bitte mit euren YouTube-Namen, damit ich das zuordnen kann. Weil wir hatten da letztes Mal so ein kleines Missverständnis. Da hat nämlich jemand gedacht, er zählt fleißig selber aus, hat mir aber auch nicht den YouTube-Namen geschrieben. Und ja, ist ein bisschen unschön ausgegangen. Das war mit ein Grund, warum ich mir jetzt eine andere Auslosung ausgedacht habe, weil anscheinend manche das nicht verstehen, wenn ich ihnen die Nummer zuteile. Was ich nicht verstehe, was daran so schwer ist. Aber ist egal, nimmt mir ja Arbeit ab. Ich saß sonst noch stundenlang und habe euch Nummern ausgeteilt. Das ist jetzt vorbei. Jetzt macht das die App für mich. Nämlich habe ich mir eine neue App runtergeladen dafür. Wartet, 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 wartet. Erstmal alles hier wegmachen, was ihr nicht hingehört. Dann brauche ich den Videolink. Also ich gehe hier auf mein altes Video. Auf die 147, ihr seht das. Dann klicke ich auf Teilen. Genau, weil ich brauche den Link. Kopiert. Die Uhrzeit ist 14.17 Uhr. Könnt ihr ja auch nochmal gucken. Damit ihr das seht, dass das alles seine Richtigkeit hat. So, das Video haben wir. Und jetzt gehe ich hier auf meine App und sehe erstmal, da passiert gar nichts. Ah ja, da ist es. Und dann gebe ich hier rein das Video. Einfügen. Video finden. Da ist es. Das wollen wir. Und ab hier kann jetzt mein Mann einschalten, weil ich werde ab hier. Nee, das wollen wir jetzt hier nicht. Ruhe hier. So. Ab hier werde ich jetzt nämlich das durchlaufen lassen. Ich hoffe, dass das Telefon nicht so viel Krisen kriegt. Okay, also ich stelle jetzt die Videoaufnahme auf. An. Ja, wir wollen das jetzt starten. Und ab jetzt könnt ihr mir hier zugucken, was ich hier treibe. Und zwar möchte ich 15 Gewinner haben. 15. Wir wollen 15. Jawohl, 15. Wir haben keine Kennwörter, kein gar nichts eingegeben. Ich möchte aus den ganzen Kommentaren 15 Leute haben. Und jetzt drücke ich auf Giveaway starten. Und so sieht's aus. Ihr seht das, wie gesagt, ja da auch durchlaufen. Gut. Und jetzt läuft das hier neben mir ab. Ich könnte es jetzt vorlesen, aber ich mache das nicht. Also Nummer 1 ist schon ausgelost. Ja! Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Es haben auch ganz viele mitgemacht. Es haben tatsächlich auch ganz viele neue Gesichter mitgemacht. Das freut mich immer riesig. Ich meine, ich kenne ja schon mittlerweile, ich antworte ja auf eure Kommentare alle, kenne ich eigentlich meine Pappenheimer alle schon. Und es waren tatsächlich mal ganz viele neue dabei. Und ihr habt alle so liebe Sachen geschrieben. Das war so toll. Ich freue mich so. Yay. Gut, ihr Lieben. Ich weiß jetzt gar nicht, solange das da läuft. Wie viel haben wir? 6. Was könnte man noch quatschen? Könnten wir noch was quatschen? Dude, meine Uhr. Meine Haare sind immer noch nass. Ja, Silvesterlauf, ne? War sehr schön. Wie immer. Wir machen das so bestimmt schon 6 Jahre oder so. 6? Keine Ahnung.
Dieses Jahr war das erste Jahr, wo wir mit Fahrrädern hingefahren sind. Also erstmal 8 Kilometer hinradeln, 5 Kilometer laufen und 8 Kilometer wieder zurückradeln. Aber zum Glück war das Wetter okay. Also es war alles okay. Guckt mal, ihr Lieben, wer da alles schon dabei ist. Ich freue mich so. Wir sind gleich am Ende. Wir sind gleich am Ende. Zwei hier noch. Zwei, zwei, zwei hier noch. Zwei hier noch. Ich drücke euch die Daumen. Und jetzt einer noch. Jubel! Ich gratuliere alle. Alle Gewinner ausgelost. Genau, ich gehe noch mal so einmal so durch, damit ihr noch mal alle Namen seht. Aber ich denke mal, die, die ihren Namen sehen, haben das gesehen. Beziehungsweise sehe ich gerade, die Aufnahme ist eh behindert. Das war jetzt eh bescheuert, dass ich das noch mal gemacht habe. Aber Giveaway ist beendet. Wartet mal. Sicher ist sicher. Ich mache mir noch mal ein Foto davon. Ne? Nummer 1. Damit ich das noch mal alles abgleichen kann. 2 und noch 1. Weil ich habe immer Angst bei Technik. Aber ich denke mal, dass das alles super gelaufen ist. Und ich hoffe, wartet, wir gehen mal alle gucken, ob das Video da ist. Ich finde es auf jeden Fall nicht. Ach doch, das da ist es, ne? Ja. Oh, jetzt hatte ich aber einen Schreck, ne? Nein, es ist alles da. Supi. Supi, ihr Lieben. Also vielen lieben Dank, dass ihr mitgemacht habt. Ich gratuliere allen Gewinnern. Wie gesagt, E-Mail-Adresse höchstwahrscheinlich bis spätestens Montag steht sie in den Kommentaren ganz oben angepinnt unter diesem Video. Wenn nicht, schreibt bitte in die Kommentare, ich habe es vergessen. Ich glaube, ich habe es letztes Mal auch vergessen, ne? Ihr Lieben. So, dann wünsche ich euch eine ganz schicke erste Adventswoche. Ich grüße noch meine Kanalmitglieder. Schön, dass ihr da seid. Ihr werdet auch immer fleißig, immer mehr. Das freut mich so tierisch. Meine Häkelprinzessin grüße ich auch. Das ist Elisa K., Tines. Wer ist denn Tine? Das passt nicht. Also nochmal Elisa K., Franziska Wolf, Rosemarie Baumann und Katis Wollhäschen sind meine Häkelprinzessinnen. Die werden immer persönlich nochmal von mir begrüßt und ja, genau, begrüßt, genau. Gegrüßt. Das macht mehr Sinn. Gegrüßt, ja, natürlich. Genau. Und alle anderen Abonnenten, schön, dass ihr zu uns gefunden habt. Ich hoffe, die Videos gefallen euch. Ihr lasst ein paar Däumchen fleißig da. Da freue ich mich und Kommentare. Ja, und hier dasselbe für dieses Video, ihr Lieben. Ich bin am Labern. Ich will eigentlich bloß noch Feierabend machen. Das ist das Problem, ne? Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte gerne ein Däumchen, einen Kommentar und ein Abo da. Darüber freue ich mich riesig. Und ihr Lieben, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Denkt dran, am Dienstag kommt der Crochet-Along online, der Mystery Crochet-Along. Endlich geht's wieder los. Schaut mal vorbei, vielleicht gefällt es euch, vielleicht macht ihr mit. Und ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.